Hey und herzlich willkommen in einer weiteren Folge in unserem kleinen Zoo. Wir haben in der letzten Folge ein wunderschönes, finde ich zumindest, Grizzlybärengehege gebaut. Ich habe jetzt auch ein bisschen hier verändert, weil mich das unglaublich gestört hat, wie schlecht wir gebaut hatten. Und habe jetzt hier den Weg verbreitert, damit die Leute mal hier vernünftig langlaufen können. Habe entsprechend die Gehege ein bisschen hin und her gezogen. Das war jetzt keine große Arbeit, wo ich nichts Großes gemacht habe. Die Leute zerstören mir halt immer wieder hier diese Dinger. Unglaublich. Alle zerstört. Richtige Arschlöcher sind das. Wir können mal schauen, was für Tiere... also hier habe ich halt... Drop meine FPS schon immens. Ich frage mich echt, ob wir... Hier... Nee. Also da müsste ich alle drei Gehege, die rumherum sind, wegkriegen, um dort mal einen vernünftigen Platz hinzumachen. Müssen wir irgendwann mal überlegen. Wir können mal schauen, was für Gehegetiere wir jetzt noch haben wollen. Dann würde ich nämlich, würde ganz gerne hier wirklich so einen langen Weg hier einmal komplett rumherum bauen. Dass wir hier jetzt ein Gehege anbauen. Damit die Leute wirklich einen Anreiz haben, hier lang zu laufen und nicht immer da so hin und zurück gehen. Mal sehen, was es so gibt im Tierhandel. Komm her, verkaufen wir euch mal die alten Dinger, die wir so haben. So. Tierhandel. Jede Tierart erstmal und dann. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Elefanten? Ich glaube nicht, dass ich mir ein Leid. Wow! Leute, übertreibt man nicht so mit den Preisen. Krass. Das kann sich ja niemand leisten. Nee, danke. Ich glaube nicht, dass diese Riesenschildkröte zu meinen anderen Schildkröten passt. Königstiger haben wir schon. Wir können mal schauen, ob bald unser Königstiger mal Nachwuchs ist. Ein Gepard wäre natürlich cool. Geparden sind hübsch. Erstmal schauen wir uns das Weibchen an. Oder dass wir beides mal anschauen. Und sortieren wir mal eben andersherum. Es gibt auf jeden Fall ein paar, paar hübsche Weibchen. Die ist ganz... die ist halt halb so teuer. Man muss mal so ein bisschen gucken. Manchmal hat man dann solche Schätze zwischen, die man denkt so, boah, nice. So wie der hier. Der ist aber schon älter. Wird tatsächlich auf ihn gehen. Ich meine halt kein Immun, aber gut, das ist dann so. Und jetzt schauen wir nochmal eben hier bei dem Männchen vorbei. Dass wir dort auch eine passenden Herren finden. Oh, der ist aber gut. Ah, besser als er auf jeden Fall. Vergleich mir noch eben mit dem hier. Nee, aber wir nehmen dieses Männchen hier, Gepard. Ich glaube, wir brauchen für Geparden sehr große Gehege. Müssen wir gleich mal schauen. Sind mittlerweile die Techniker so weit, dass sie... Der hinten hat das immer noch nicht repariert. Unglaublich. Techniker ist schon angefordert, ne? Aber der kommt halt einfach nicht dazu. Oh, Moment, hier hatte ich ja rumgebaut gehabt. Da muss ich noch schauen, was ich hier hinsetzen möchte. Ich habe mir gedacht, vielleicht verbreitere ich hier den Weg oder mache irgendwas. Keine Ahnung. Die Bongos, die pflanzen sich halt auch fort, wie nichts Gutes. Ne? Wir haben zu viele erwachsene Tiere, okay. Müssen wir demnächst mal schauen nach. Du hast keinen Strom. Ja, weil diese Stromanlage kaputt ist. Na? Klar hast du keinen Strom. Oh, unser Königstiger kriegt bald Nachwuchs. Wann bald? Okay, du bist hungrig. Nachwuchs ist erwartet. Tatsächlich würde ich jetzt gerne darauf warten. Wir können ja mal vorspulen. Doch, 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 jetzt, ich glaube, nein. Da ist ein kleiner Baby-Königstiger. Langsamer! Wo ist er hin? Kleiner Baby! Kleines Baby? Baby? Bist weg? Ich kann's hören, aber nicht sehen. Scheiß Regen, ey. Doch, hier vorne links. Hier. Guck mal, das kleine Baby. Oh, unser erstes kleines Baby-Königstigerchen. Ist das nicht süß? Guckt euch den mal an. Egal, ich wollte das Gepardengehege auch nicht hier mit dem süßen kleinen Baby zu tun haben. Aber wir spulen mal eben vor, dass wir keinen Regen mehr dann haben. Regen ist nämlich echt Grütze. Ich würde sagen, dann bauen wir das... Wow, es regnet echt lange.
Weiß ja nicht. Also den Weg wollte ich eh wegmachen und hier lang führen, ne? Es hört einfach nicht auf zu regnen. Das ist doch wohl nicht deren Ernst. Und dieser viele Regen ist nicht gerade geil für die Performance. Das ist ernsthaft. Und dadurch, dass da noch die ganzen Leute Regenschirme tragen, das ist ein ernsthaftes Performance-Problem. Und ich meine, ich habe eine 1080 Ti drin. Das sollte kein Performance-Problem sein. Das stört mich unglaublich. Das hier muss ich auf jeden Fall länger machen. Okay, ich würde gerne hier... So. Ich weiß, es muss später noch anders. Das ist mir absolut klar. So, jetzt brechen wir hier. Jetzt funktioniert es wieder. Aufgehört zu regnen, keine Probleme mehr. Alter, ist unglaublich. So, den Weg wollen wir entfernen. Ich möchte nämlich hier gerne lang bauen. Ich würde nicht zu nah rangehen, aber schon in die Richtung. Mit Winkel bitte. Und definitiv ein bisschen kürzer. Weil so lang bräuchte ich es dann doch nicht. So, da möchte ich lang. Hier, so, das ist ein bisschen was dazwischen ist, aber nicht so richtig viel. Oh, das Gehege wird hier riesig, wird das so. Wir haben eine Lücke. Mut zur Lücke, aber nicht hierbei. Es fängt halt schon wieder an zu regnen, es ist so lästig. Jetzt würde ich hier gerne einmal so rüber, jetzt muss ich aber den Weg dafür natürlich verändern, mal wieder. So, dich auch noch. Dann bauen wir einmal hier die Barriere von hier. Komplett hier rüber. Ich würde hier tatsächlich ein bisschen enger gehen. Und dann hier wieder anbinden. Haben wir jetzt hier zwei Gehege aneinander. Passt hier eine Mitarbeiterhütte rein. Das wäre ganz cool. Einrichtungen. Mitarbeiter. Ich mag tatsächlich die neue Welthütte, ne? Die gefällt mir. Ich glaube, ich muss auch bald mehr Mitarbeiterzentren bauen. Pflegerhütte. Die passt theoretisch hier rein. Also so ganz theoretisch. Eben passt sie. Warte, ich muss erstmal die Tür wieder hinkriegen. Guck mal. Ist doch hübsch, ne? Warum auch immer hat sie jetzt fehlgeschlagen? Hallo? Dann bauen wir das hier nochmal eben kurz ein bisschen zurück. Dann setze ich... Hallo? Jetzt hat es genau jetzt abgebrochen. War ich genau jetzt einen Ticken zu weit. So. Dann setze ich hier erst den Mitarbeiterweg lang. So einen kleinen, süßen, schmalen in so einer dezenten Farbe. So. Dann werden wir dort nachher eine Tür ranbauen. Das kriegen wir gleich aneinander gesnappt. Das kriegen wir mitten hin und her ziehen. Keine Sorge, es klappt. Seht ihr? Ja, ist schon passiert. So, jetzt ziehen wir es noch ein bisschen weiter weg. Ich möchte nämlich erst hier ein Mitarbeiterzentrum hinbauen und danach es ansnappen lassen. Tierpflegerhütte. Bestätigen. So, haben wir die schon mal dran? Was auch immer hier gerade abgeht, wieso ich Belohnung kriege. Sollen sie untereinander ausmachen, ist mir egal. So. Machen wir das. Und jetzt müssen wir den hier, samt dem daneben wahrscheinlich, einmal hier kurz ranziehen. Ist gerade halt pottenhässlich. Geht mir nur um die Tür, denn den Rest kann ich neu bauen. Nur die Tür halt nicht so wirklich. So, jetzt muss ich definitiv das hier vorne einmal abreißen. Das ist nämlich so hässlich geworden. Das denkt man ja schon, er hat ein Kind gebaut. Das ist krass, wie die sich dort pulken. So, das ist so weit halb. Hier müssen wir Räume oder sowas hinmachen. Das ist aber halbwegs okay. Mitarbeiterzentrum steht hier sehr schön. Das ist pottenhässig. Na, keine Frage. Irgendwas schreit hier übrigens gerade. Was ein bisschen geil ist. So, machen wir mal ganz kurz weg. Wir haben so eine ungefähre Vorstellung, wo der Weg jetzt hier lang führen soll. Natürlich geht das nicht, weil hier vorne dieses Stüpselchen ist. Okay, so, jetzt ist das Stüpselchen weg.
Ist es breit genug? Nein, wir sehen jetzt zu schmal. So ein 5-Meter-Weg? Nee. So, und jetzt führe ich den hier einmal hier so lang. Komm, wir machen mal einmal komplett hier die Länge bis hier hinten durch. Das ist übrigens nicht so, wie ich es bauen wollte, nur es snappt mir gerade so ein bisschen eigenartig hin und her. Können Sie einmal hier hinten lang laufen. Und dann... Na, super, jetzt müsste ich hier wieder das Gepardengehege verändern. Nicht jetzt. Oh, der Regen. Ganz ehrlich, ich hoffe darauf, dass bald die Möglichkeit kommt, diesen scheiß Regen auszustellen. Das ist so lästig. Das Wetter ist halt... Ich meine, ich möchte schön bauen können. Ich möchte fürs Bauen die Option haben, dass ich mir das Wetter einfach ausstelle. Jetzt laufen sie hier schon lang. Bis auf, dass es eine Sackgasse ist, aber okay. Wollen ja meine Gäste nicht wissen. Nee, andersherum hätte ich dich tatsächlich gern. Obwohl, es hochpasst. Auch, das ist hübsch. Oh, ungeil, die FPS. So, jetzt war es wieder super. Ja, kein Regen mehr, alles wieder super. Ach, unglaublich. So. Jetzt kann ich hier einmal wunderschön lang bauen. Also halbwegs wunderschön. Ne? Also perfekt ist es jetzt nicht. Aber weitestgehend. So. Okay, das wird das Gepardengehege. Das müssen wir definitiv nachher noch anheben. Müssen wir gleich mal schauen. Dass wir es hier in seiner Gesamtheit auswählen. Warum auch immer es da unten auf 1 Meter runter geht. Und dann nehmen wir es mal an. So, das ist garantiert zu lang, die anderen Sachen, aber müssen wir jetzt mal kurz wieder verändern. 3,70 Meter, ein bisschen krass genommen. So, 3,13 ist halt voll okay, denke ich. So. Okay, packen wir jetzt unsere Geparden rein und den Baum müssen wir ein bisschen bewegen. Sind hier gerade Tiere beim Ausbrechen oder was ist das? Kampf wegen Überbelegung. Okay, wir haben ja wieder Probleme. Im typischen Gehege, wo wir ständig Probleme haben. Und das Gehege ist zu klein. Schön, dann packen wir aber erstmal trotzdem unsere Geparden hier hinten rein. Und dann kümmern wir uns hin um das Gehege. Müssen wir hier auch noch einen weiteren Tierpfleger anstellen. Also, ja, ernsthafte Verletzungen, Kampf, 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 okay. Wir gehen jetzt hier rüber. Dann verändern wir hier das Gehege. Mal nachschauen, Tierhandel. Nee, Quatsch. Erstmal schauen, wer gehört hier nicht rein. Wir gehen erstmal zu den Gabelböcken. Scheint nämlich... Wow. Echt viele zu sein. Du bist mittlerweile schon ganz schön alt, das ist sehr schade. Du bist erwachsen. Du bist erwachsen. Ihr dürft... Nee, Moment. Den Weißen, den behalte ich. Und dann schicke ich ihn hier weg. Beilassen. Ist nicht so schlimm, dass sie nichts geben. Jetzt habe ich nur ein ausgewachsenes Albino-Tier. Was cool ist. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken, wie es aussieht, wie viele Weibchen sind zu... Nö, Weibchen ist okay. Sozialverhalten ist halt grauenhaft. Liegt aber allgemein am Platz. Okay, wir haben auch noch zu wenig. Zu viele, zu wenig. Mal gucken. Bison. Okay, vielleicht haben wir zu viele Männchen, aber vom Grundprinzip her sind die Bisons okay. Das ist halt so ein allgemeines Problem hier im Gehege. Das immer wieder auftritt. Okay, Bisons. Du dort musst weg. Weil das ist das Alpha-Männchen, das sehr, sehr viele Weibchen befruchtet, weswegen wir auch ständig wieder Probleme kriegen. Und tschüss. Okay, Grizzly Bear, du leidest. Ja, du kriegst manchmal ganz schön Stress. Ah, das ist so hin und her. Ich glaube, der hatte aber auch... War der nicht ein bisschen eigenartig? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht müssen wir das den Weg noch irgendwie höher setzen oder so.
Kampf wegen Überbelegung. Okay, bei den Zebras ist es auch nicht so supi. Okay, dann schauen wir mal bei euch. Ihr seid aber wunderschön. Ich weiß, das ist keine Begründung dafür. Okay, die Geparden kommen gerade an. Das ist schön, aber wir müssen erstmal kurz hier unsere Zebras. So viele mehr haben wir gar nicht. Ach, die Männchen sind gerade beide. Okay, wir haben... Ups, da war irgendwo ein Gehege kaputt. Und wir mussten ein Bußgeld zahlen. Okay, die sind weg. Ich frage mich ja, wo die Lücke war. Na egal. Die Schildkröten kriegen bald schon wieder Nachwuchs. Die kriegen halt ständig Nachwuchs. Mal eben schauen. Gehege. Also, der Platz ist zumindest groß genug. Die brauchen anderes Gelände. Ja, aber knapp. Gut abgemessen. Die Bäume zählen warum auch immer noch dazu, sind aber nicht so drastisch. Tatsächlicherweise muss ich nur das Gras ein bisschen kürzen, dann war es das. Das Gehege hier ist nicht schön. Das ist mir klar, das wird noch... Hallo? Es baut gerade nicht. Ach, warte. Kurz. Das muss noch verändert werden. Okay. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall aber auch noch Ärzte darauf ansetzen, dass hier die Lebenserwartungsdinger von denen ausgeforscht werden. Lebenserwartung natürlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wir forschen mal so ein paar Krankheiten. Das knubbelt sich halt richtig hart dort. Das ist ungeil. Wir wollen das jetzt mal damit rausziehen, dass wir hier Fenster einbauen. Einwegspiegel in die andere Richtung, bitte. Nee, so herum. Jetzt ist die Frage, braucht ihr eigentlich einen Kletterschutz? Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt gehabt. Müssen wir mal eben ganz schnell nachschauen, sonst klettern sie mir raus. Grad 2 braucht anscheinend keinen Kletterschutz, okay. Das ist schön. Ich wüsste ja gerne, wo die Lücke ist. Irgendwo sind welche dehydriert und verhungern. Ungeil. Dass die Tickets sehr günstig sind. Meine Güte, wie teuer wollt ihr noch die Tickets haben? Ich habe halt nichts für die Gästezufriedenheit, ne? So, Gehegebarriere ist beschädigt. Okay. Wir stellen jetzt einen Techniker für diese Ecke hier an. Nur für diese Ecke. Mehr muss er nicht machen. So. Mitarbeiter. Techniker. So, du kriegst deinen eigenen Arbeitsbereich. Hinzufügen. Diese Ecke hier. Okay. Und schießen. Okay. Wieso wird er denn nicht gefüttert, wenn er hungrig ist? Kommt der Tierpfleger nicht durch die Tür durch, oder was ist los? Habe ich hier einen Tierpfleger eingestellt? Ich meine schon, ne? Sehen wir gleich. Habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr drauf geachtet, ob ich dort einen Tiefleger eingestellt habe. Hier hat jemand ernsthafte Verletzung. Okay, du bist schon. Die Bongos machen mittlerweile Stress. Okay. Okay, da muss ich jetzt tatsächlich mal endlich bei den Bongos was tun. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Bongos dazu gezüchtet. Okay, ich würde tatsächlich sagen, die alten Tiere tun wir raus. Die wir jetzt schon von Anfang an haben, die alle anderen gezeugt haben. Und werden dann für die neuen Weibchen. Du bist das alte Tier. Du und. Gut, die ist gerade schwanger, die lassen wir. Und die neuen Weibchen kriegen dann ein neues Männchen dazu. Ja. Was ist jetzt mit den anderen? Weil da stand jetzt, dass sie nicht freigelassen werden können. Wurden sie jetzt gar nicht erst freigelassen oder? Bongo. Nee, sind jetzt hier nicht verschwunden. Okay. Handelszentrum. Weil wenn du nicht freigelassen werden kannst, dann musst du dich halt ins Handelszentrum verschicken. Alle Tiere, Bongo. Wahrscheinlich der eine einfach, weil er gerade umpflegt wird, kann ich. Handelszentrum.
Dann machen wir die beiden über Schnellverkauf weg. Das waren nämlich die, die wir tatsächlich ja vom System quasi gekauft haben. Okay, weg sind sie. Wir suchen uns neue Bongos. Jede Tierart. Bongo, Filter. Schauen nach einem Männchen, nach einem hübschen. Kein Weibchen. Das jung ist, das fruchtbar ist. Der ist doch super. Schauen wir mal bei den anderen. Sortieren jetzt tatsächlich mal hier nach Alter. Und nur Männchen. Du bist jung, aber nicht so die super Werte. Der hat 1A-Werte. Der ist super. Aber der ist ein bisschen teuer. Und ich will einen gerne von denen hier nehmen. Ich glaube, ich nehme den hier. Annehmen. So, verlegen. Du darfst jetzt hier in das Gehege. Wir müssen schauen, sobald das andere Männchen halt wieder da ist, dann kommt es halt weg. Immer noch wegen Überfüllung. Das ist mir jetzt eigenartig. Wieso immer noch überfüllt? Ich habe da jetzt gerade so viele weggetan. Da war es aber schon eine Zeit lang überfüllt. Okay, wir dürfen insgesamt 6 erwachsene Tiere haben. Und ich habe anscheinend zu viele drin. Das ist nicht so gut. Übrigens, mir fällt gerade ein, dass andere gerade kein Futter haben. Okay, du kannst weg. Freilassen. Die Gabel bekamen gerade kein Futter. Die Geparde. Die sind einfach nur da in ihrem Gehege. Das ist natürlich suboptimal. Wir müssen ihnen zumindest Futter und Trinken reinpacken. Nee, das ist hässlich. Ist noch hässlicher. Wir denen einfach nur so einen Standardrückzugsort erstmal reinklatschen. Damit die was haben. So. Dann kriegt ihr noch eine Wasserleitung rein und ein großes Futtertablett. Und guck mal, Pinata. Und ein bisschen Essen. Dann kriegt ihr noch einen Kratzpfosten. Ja, wir müssen das Gehege noch schöner machen, ne? Gerade ist das so ein bisschen. Pack rein, damit sie glücklich sind und wir werden das später noch verändern. So. Ihr seid jetzt aber definitiv glücklich. Ernährungszustand ist halt so medium, weil eure Qualität der letzten Mahlzeit nicht so hoch ist. Oh Gott. Hier ist halt jetzt schon fast kaputt. Ja, und da hat auch noch niemand geforscht. Okay, weiß ich Bescheid. Hier ist ein Transformer kaputt gegangen. Beides ist kaputt. Techniker ist angefordert. Also ich verstehe es nicht. Es ist unglaublich. Wir müssen hier hinten immer noch den Weg bearbeiten, sonst, ja. Laufen die Leute hinten immer noch auf dem Pulk rum, was echt doof ist. Machen wir jetzt erstmal so, ist voll egal. Und jetzt würde ich gerne hier diesen Weg hier, hier einmal dran setzen. Okay, perfekt. So, ist schöner. Und dann setzen wir das und das da wieder. Passt das? So, wieder hier ran. Okay, jetzt ist es in einem verbunden. Hier müssen wir halt noch schauen, was wir dort machen, aber das ist okay. Weil da hinten tümmelt es sich halt. Und jetzt löst es sich langsam auf und sie kommen langsam aber sicher mal hier hin. Weil das Tümmeln dort ist echt heftig. Also richtig heftig. Können wir eine Spendenbüchse mal hinstellen? Da war nämlich noch keiner. Ich hatte... Oh, wir haben hier eine Spendenbüchse übrigens im Gehege und man kann noch nicht mal die im Gehege sehen. Das war natürlich schlau gemacht, ne? Setzen wir hier mal Einwegspiegel hin. Und dann können sie dort reingucken. Das ist schon mal besser. Einwegspiegel haben einen riesen Vorteil, ne? Die Tiere sind halt nicht gestresst, wenn ihr da durchguckt. Das sieht jetzt auf jeden Fall besser aus. Gehege ist zu klein, hier hinten immer noch. Erweitern wir vielleicht ein bisschen. Mal gucken. Müssen wir sehen. Aber sonst ist es mittlerweile schon fast okay. Veterinärforschung ist abgeschlossen. Okay. Hier forscht gerade an allem, was wichtig ist, rum. Jo. Stromquelle hat versagt. Hier sind aber Mitarbeiter unterwegs. Hier hat jemand keinen Strom. Okay, dann müsste ich hier hinten auf jeden Fall noch umbauen. Oh. Ja, nee, hier hat der keinen Strom, weil die Dings da versagt hat. Okay, jetzt löst es sich aber auf und sie kommen hier langsam rum. Okay, alles super. Dann müssen wir halt hier noch ein weiteres Gehege wahrscheinlich hinbauen. Dass wir das hier dann so anecken, wisst ihr?
Das Gehege ist halt mega. Das ist hässlich. Das muss ich noch verändern. Ich bin übrigens absichtlich sehr vorsichtig, dass ich nicht zu nah an euch hier. Ah, okay, mittlerweile geht's. Jetzt, wo es sich hier langsam auflöst, geht's ja auch wieder. Und vorher waren ja halt wirklich extreme Einbrüche. Bitte in der Forschung. Die Krankheit, das ist schön. Das ist wichtig. Sonst müssen wir immer nachträglich das forschen, das ist echt blöd. Habt ihr schon euch miteinander? Ihr mögt euch noch nicht, aber ihr werdet euch mögen, das finde ich gut. Der hat sich verbuggt. Den müssen wir verlegen. Müssen wir darauf achten, nicht, dass es nochmal passiert. Kann jetzt sein, dass es einmalig war, aber falls es nochmal passiert, dann müssen wir mal darauf achten. Und wir müssen definitiv noch lernen, wie wir die Besucher besser leiten. Hier hinten ist nämlich jetzt gar nichts mehr los und hier ist halt enorm viel. Wir haben einfach viel zu viele Besucher. Die stehen halt richtig auf unserem Park. Dabei mache ich noch nicht mal Marketing, kein gar nichts. Aber hier ist halt einfach momentan uninteressant und wenn wir das hier verändern, dann könnte es sein, dass die Leute meinen, mehr andere Wege zu wählen. Das wäre echt schön. Weil, oh, hier ist ein Loch. Langsam aber sicher stört das mich. Ich habe überlegt, wie wäre es, wenn wir einfach alle Bereiche, alle Arbeitsbereiche abbrechen und nochmal neu setzen, weil ein paar Gehege werden anscheinend einfach nie gewartet von unseren Leuten. Immer noch günstig, jetzt mal ehrlich. Ich will hier keinen mega teuren Park haben. Na, es ist halt super teuer, was die wollen. Ja, der Baum lappt hier noch ein bisschen rein, ne? Das müssen wir eigentlich verändern. Aber ich hatte den halt eigentlich ursprünglich dahingesetzt. Oh, ungeil. Hier kann ich definitiv nicht rumdrehen. Weil dort so ein Loch im Boden war und ich deswegen das ein bisschen kuschieren wollte. Ich das halt nicht umgebaut bekam. Vielleicht machen wir auch nochmal, dass man hier von hinten reingucken kann. Dass ich das hier ein bisschen umziehe. Passt das? Ja. Okay, warum auch immer ihr jetzt umgesetzt wurdet. Aber dann baue ich hier einen Einwegspiegel ein und dann sind die Leute auch, dass sie hier was zu gucken haben. Vielleicht kommen sie dann wirklich mal ein bisschen weiter. Also ihr seht, der Park verändert sich. Es werden immer mehr Tiere, den Grund noch pro Folge ein Tier, die dazukommen. Können wir mal schauen, ob die Geparden glücklich sind. Oh, guck mal. Die liegen hier beide rum. Ist das nicht süß? Purren die sogar? Oh, sie sind glücklich. Okay. Und mit dieser wunderschönen Aussicht beende ich... Oh, da will man doch direkt mal reingehen. Oder auch lieber nicht. Beende ich die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei weiteren und würde sagen, bis denn.